Wäre dieser Posten dem Admiral verheule, sagte der Kaiser, und wer trotzig gewesen Finnmann ist ihm bei seiner Abrief von Paris versprochen hat, so, so würde er und der Kuck gekommen sein. Die Equipage der beiden Fregatten war wohl Unhänglichkeitser und Enthusiasmus. Die Garnison auf der Insel erwestand auf 1.500 Seesoldaten, Seesoldaten, ein schönes Regiment auswagten. Die Offiziere wohl erwählen, dass die Fregatten nicht auslaufen. Schlugen dem Kaiser vor zwei Küstenboote im Hafen, jedes von 15 Kronen zu bewaffnen. Die jungen Kadetten wollten Matrosen sein. Wir treten im Augenblick der Ausführung, aber erklärten sie, dass es sehr schwer sein werde, Amerika zu erreichen, ohne auf irgendeinem Punkt an den Küsten von Spanien oder Portugal zu lernen. Unter diesen Umständen bildete der Kaiser eine Art von Stadtrat aus den Personen seines Gefolgs. Man stellte hervor, dass man weder auf die Fregatten noch auf die bewaffneten Fahrzeuge mehr rechnen konnte und dass die Küstenboote schwerlich eine erfolgreichere Schützentät wären würden, weil man die Krasse erwarten muss, auf ihnen im offenen Meer von den Engländern genommen zu werden oder in die Hände der Hütten zu fallen. Es blieben also bloß zwei Wege noch übrig, ins Innere Lande zurückzukehren und das Schicksal der Waffen zu versuchen oder in England zu wählen. Für den ersten besandte man sich an der Spitze von 1.500 Seesoldaten wohl Eifer und guten Willen. Der Kommandant der Insel war ein alter Offizier der ägyptischen Armee gewesen und Napoleon ganz ergeben. Er hatte mit seinen 1.500 Mann in Rochefort gelandet. Man hatte sich die Garnison der Stadt, die von trefflichen Geistern befehlt war, und aus vier Bataillon vor der Hütte, die alle ihre Dienste anboten, verklagt und so sicher stark gefunden, sich entweder mit dem General Clauser, der sich an der Spitze der Armee von Bordeaux selbst hielt, oder mit dem General Allemande. Bei der hieß es erwarteten Napoleon Rechte hatte man dann den Bürgerkrieg im Innern Frankreich unterhalten können. Über Paris vorgenommen, die kamen waren aufgelöst. 500.000 bis 600.000 Feinde im Innern des Reichs. Der Bürgerkrieg konnte seine anderes Resultate haben als alles, was Frankreich anwerken. Napoleon geben einwohnen, bis es so wir nicht eine Folge verluft wäre, so tief unersättlich gewesen. Er hatte die Hoffnungen und das fünftige Schicksal Frankreichs erstarrt, ohne einen anderen für Heile zu gewähren, als den Kaiser in den Stande zu setzen, so unterhandeln und für seine Person behaltehafte Bedingungen zu erhalten. Aber Napoleon hat aufgehört zu herrschen. Er verlangte nur ein ruhiger. Er wisse es von sich, eines so geringen Resultates wegen aller seiner Freunde preiszugeben zu geben und die Nationalpartei ihre Warenstoßen zu berauben, die doch früher oder später die Ehre und Unabhängigkeit Frankreichs wieder herstellen konnten. Er wollte nur in
Zukunft. Das Frühjahr zu meinem Leben. Amerika war der angemessen der Ort seiner Wahl, aber selbst der England mit seinen positiven Gesichtern. Ich konnte allenfalls für ihn ein passender Aufenthalt sein. Und es erschien nach meiner ersten Unterredung mit dem Kapitän Maitland, als auch dieser ihn mit seinen ganzen Gefolgen nach England einzuschiffen konnte. Und er sich dort einer angemessenen Behandlung so erfreuen haben werde. Von dem Augenblick an befand sich der Kaiser und sein Gefolge unter dem Schutz der britischen Gesetze. Und diese Nation liebte den Ruhm so sehr, um eine sicher so natürlich verwitternde Gelegenheit, welche er in Schriften für die Seiten seiner Geschichte deinen Muster sich entgehen zu lassen. Man beschloss also, sobald mit den Befehl uns aufzunehmen, bestimmt ausgesprochen haben würde, sich an die englischen Kreuzer zu übergeben. Man kehrte zu Napoleon zurück, der Kapitän Maitland außer dass er von seiner Regierung autorisiert sei, den Kaiser von Ica dieser Antwort des Wahlwaffen gegeben wolle, aufzunehmen und ihn mit seinen Gefolgen nach England überzufischen. Nun hatte dieser der Kaiser in der Tat nicht, weil er ihn seine Freunde sah, so sagen, weil er nicht in Frankreich bleiben konnte, sondern weil er als großer Privatmann eben sicher nicht mehr in die öffentlichen Angelegenheiten mischen und versuchte, die Lage Frankreich nicht noch verwirrt. Gekalter, wagen wollte. Gewiss hätte er diesen Weg nicht erwartet, wenn er nur im Mindesten die unwürdige Behandlung des Mannes, die man gegen ihn im Sinne hatte, hätte bereits sehen konnten. Das kann jeder mein leicht denken. Sein Brief an den Prinzen regend klebte laut genug seine Vertrauen wie seine Überzeugung Kunde. Und da der Kapitän Maitland, dem er Offizier mitgehält werde, ehe sich der Kaiser suchten, ein Wort begab. Auch ich die Gerüchte Bemerkungen darüber machte, so einer konnte ohne Belegter er durch diesen einzigen Umstand schon alle Gesinnungen, welche dieser Brief enthielt.